Guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur 39. ungarndeutschen Sendung in diesem Jahr. Alles wird sich heute um die Dachorganisation der ungarndeutschen Kulturgruppen, um den Landesrat ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen drehen. 1996. Die Landesselbstverwaltung lädt Vertreter der ungarndeutschen Formationen ein. Der Landesrat wird gegründet. 2011. 15. Geburtstag in Wieland. 2016, 20 Jahre Landesrat, Fest in der Westprim Arena und Bilanz. Der Vorsitzende der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen lud 1996 Leiter oder Vertreter der deutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen, die es damals gab, nach Budapest ein, um einem Beispiel aus Deutschland folgend auch in Ungarn eine gemeinsame Organisation zu gründen. Da schlug die Geburtsstunde des Landesrates ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen. Der Landesrat vertritt und vereint aus 14 Komitaten insgesamt 122 Chöre, 94 Musikkapellen und 157 Tanzgruppen. Seiner Gründung wohnten auch Politiker wie Staatssekretär Tobeudy, Innenminister von Baden-Württemberg Bierzelle, Kulturreferent der Deutschen Botschaft Giffels und der Vorsitzende der Deutschen Landesselbstverwaltung Lorenz Kerner bei. Josef Baling, stellvertretender Vorsitzender der Landesselbstverwaltung, nannte als wichtigste Zielsetzung der neuen Organisation die Erarbeitung eines Systems der kulturellen Veranstaltungen und der Qualifikation der Kulturgruppen, des Weiteren die Ausbildung und Weiterbildung der Fachleute, die Unterstützung beim Erwerb der Noten, der Trachten und der Instrumente sowie die Schaffung deutsch-ungarischer Kontakte zwischen den Ensembles. Professor Schwiedl, der Präsident des Landesverbandes Singen und Musizieren in Bayern, gab die bayerischen Erfahrungen mit einer ähnlichen Organisation weiter. Gearbeitet wird in drei Sektionen, in Sektion Singen, Gesang, in Sektion Musik, Musizieren und in Sektion Tanz. Der Vorsitzende des Landesrates wurde für vorläufig ein Jahr Josef Baling. Den 15. Geburtstag feierte der Landesrat in der Branauer Weinstadt Wieland. Den Vorsitz führte damals Franz Heilig, der das Erbe von Josef Baling vervollkommnen ließ und die große Gemeinschaft zu weiteren Erfolgen führte. Beinahe 1500 Sänger, Tänzer und Musikanten, insgesamt mehr als 70 ungarndeutsche Gesang-, Tanz- und Musikformationen aus allen Teilen des Landes Ungarn nehmen am Jubiläumsfest des für sie zuständigen Landesrates teil. Sie machen jedoch nur etwa ein Viertel der Gesamtmitgliederzahl der Organisation aus. Mit ihrem feierlich lustigen Umzug durch Wielands berühmte Kellerreihe bis zum Hauptplatz nimmt die Veranstaltung ihren Anfang. An der Jubiläumsfeier nahm auch Initiator und erster Vorsitzender des Landesrates, Josef Baling, teil. Unter den Festrednern waren Lorenz Kerner, der zur Zeit der Landesratsgründung amtierende, und Otto Heineck, der jetzige Vorsitzende der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. In meiner Geburtstagsrede habe ich alles aufgezählt oder habe versucht, möglichst alles aufzuzählen, was der Landesrat noch unter Leitung von Herrn Josef Baling aufgebaut hat. Und ich denke, diese Aufbauleistung ist die wichtigste Leistung. In diesem Jahr feierte nun die Dachorganisation der ungarndeutschen Kulturgruppen, der Landesrat ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen, sein 20. Jubiläum. Und zwar mit einer nicht ganz gewöhnlichen Feierstunde. Hier nun der Bericht über die Veranstaltung und die Bilanz von etlichen Teilnehmern und Mitgliedern. Musik.
In der Stadt Veszprém in der Arena feierte im Sommer 2016 der Landesrat ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen das 20. Jubiläum seiner Gründung. Wir haben den Samen gesät, sagen besonders die Gründer der verschiedenen ungarndeutschen Ensembles, Kultur- und traditionspflegenden Gruppen. Die diversen Kulturgruppen, Chöre, Musikkapellen und Tanzgruppen haben während der vielen Jahre vielen Menschen kulturell und gemeinschaftsmäßig Heimat geboten. Und nun beginnen wir gleich mit dem musikalischen Einzug der Kulturgruppen aus den verschiedenen Ortschaften, Städten und Gemeinden Ungarns. Die Füßerstandsgruppe aus Biotorbágy. Insgesamt etwa 2000 Leute aus 42 Orten des Landes wirkten als Sänger, Tänzer oder Musikanten an einer gemeinsamen Megaproduktion zum 20. Geburtstag mit. Brüder, ihr seid von Gott geliebt. Die ökumenischen Danksagungsworte sprachen Dr. Gyula Márfi, Bischof von Veszprém, und der Seelsorger der reformierten Kirche, László Bikádi. Danach trat der Vorsitzende der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Otto Heineck, ans Mikrofon. Der Landesrat hat sich in den vergangenen 20 Jahren wirklich zu einer Gemeinschaft entwickelt. Und das ist eine besonders erfreuliche Tatsache. Und der Landesrat arbeitet auch seit 20 Jahren kontinuierlich daran, dass diese Gemeinschaft immer stärker, immer stabiler wird. Auch der zurzeit amtierende Vorsitzende des Landesrates ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen, László Kreiszt, teilte seine Gedanken mit dem Publikum. Wir haben insgesamt 240 Gruppen. Das bedeutet, fast 7000 Personen gehören zu dem Landesrat. Fast 80 Tanzgruppen, mehr wie 100 Singgruppen und dann auch die Hälfte von der Blasmusik. Groß- und Kleinkapellen auch dazugehören. Im Gegensatz zum traditionellen Drehbuch der üblichen Kulturprogramme trugen die mehreren hundert Mitglieder der anwesenden ungarndeutschen Chöre, Musik- und Tanzformationen ein großes gemeinsames Galaprogramm vor. Eingebettet in ein Gespräch zwischen Mutter und Tochter zeigte man die Geschichte der Organisation und Perlen des ungarndeutschen Musik-, Lied- und Tanzerbes. Aber Mutti, ich weiß es gar nicht, was Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen bedeutet. Oh mein Schätzchen, es ist eine lange alte 20-jährige Geschichte. Ich versuche sie dir jetzt zu erklären. Das Ganze begann 1906. Der Landesrat wollte mit dieser außerordentlichen, nur ein einziges Mal aufgeführten interaktiven Megadarstellung die Kraft der Gemeinschaft, das Gefühl der Zusammengehörigkeit und aber auch die Ergebnisse der 20-jährigen Arbeit auf dem Gebiet der Traditionspflege präsentieren. Die Grundidee und das Drehbuch stammt von Monika Fosekos-Gombár, Leiterin des Chores Vecsésa Nachtigallen. Natürlich als Chorleiterin und auch als Vizepräsidentin der Gesangssektion, der Chorsektion, hatte ich schon 20-jährige Erfahrung, als Chorleiterin mindestens, wie das bei unserer Sektion funktioniert. Aber jetzt musste ich natürlich auch nachfragen, wie es bei den Bläsern läuft, wie es bei den Tänzern läuft. Und für mich war es wichtig, dass alle sich betroffen fühlt und auf einmal in einem Bühnenstück, in einem normalen Theaterstück, ununterbrochen, ohne Moderation, die ganze Geschichte laufend vorstellen kann. Ab 1996 schlossen sich dem Landesrat der ungarndeutschen Chöre immer mehr Chöre, Tanzgruppen und Kapellen an. Ihr Motto war, die noch auffindbaren
ungarndeutsche Kultur, Tänze, Lieder und Musikstücke zu bewahren, beziehungsweise sie der jüngeren Generation weiterzugeben. Die Idee, das war schon, das hat der Joschko Baci aufgeworfen und also so bin ich in diese Sache hineingekommen. Und wie waren die 20 Jahre für Sie? Ei, viel Arbeit, aber nicht genug. Es ist natürlich ungeheuer beeindruckend, wie viele diese Tradition aktiv pflegen. Und was mich auch besonders freut, ist, dass so viele junge Menschen dabei mitmachen. Ja, die Frage, was hier immer auftaucht, wir wollen ja sehr vermeiden, dass wir den Eindruck der problemlosen, singenden, tanzenden, musizierenden Nationalität hier stärken. Ist das kein Widerspruch? Ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Es wird ja auch sehr stark in sozialen Einrichtungen gearbeitet seitens der Ungarndeutschen. Sie sind auch politisch aktiv, sie haben einen Vertreter im Parlament. In den Schulen, in den Nationalitätenschulen werden ja auch andere Inhalte vermittelt als die Bräuche und die Tänze und die Musik. Also ich denke, dass es ihnen schon gelingen wird, zu vermitteln, dass die Ungarndeutschen sich nicht nur fokussieren auf diese Traditionspflege, sondern ein sehr aktives Mitglied, ein sehr aktiver Teil dieser ungarischen Gesellschaft sind. Im Landesrat gibt es drei große Sektionen: Chorsektion, Tanzsektion und Musiksektion. In jedem dritten Jahr gibt es einen Qualifikationswettbewerb, entweder für Sänger, für Tänzer oder für Musiker. Wenn die Heimatlang befasst sich mit allen deutschen Liedern, die aus der Vergangenheit in Warschlut zurückgeblieben sind. Also wir bemühen uns sehr stark, die ehemaligen Lieder, die vorher in Warschlut gesungen worden sind, aufzubewahren und wieder zu erneuern. Dieses Jahr haben wir an einer Qualifikation teilgenommen. Wir haben Rosmarin-Qualifikation erhalten und wir waren sehr froh drüber. Das ist die höchste, soweit genau. Ich weiß. Also Gold mit Rosmarin genau. Ist die höchste Kategorie. Motiviert das die Gruppen Ihres Erachtens, dass es solche Wettbewerbe gibt, dass Fachleute ihre Meinung zu der Leistung sagen? Das motiviert unheimlich, sehr, würde ich meinen. Und es gibt auch Zusammenhalt in der Gruppe, weil man hat mehrere Möglichkeiten zu üben und zusammen zu singen. Man hat vielleicht auch ein Ziel. Ja, das ist auch sehr wichtig. Wir kommen zu wünschen von Herzen ganz viel, den Tag heut zu singen, es ist uns ein Ehr. Ein guter Chor wagt es nicht, dass er auslässt, in jedem dritten Jahr an einem Qualifikationswettbewerb teilzunehmen. Denn dort hört man ja natürlich von der Jury auch solche Sachen, wie man sich verbessern kann, was sollte ich besser tun, was war super, was war nicht so schlecht, was war gut. Und das ist schon ein Ziel und eine Zielsetzung, ein roter Faden, was wir folgen können. Und deshalb halte ich das für wichtig, dass immer mehr Leute unsere Kultur kennenlernen und auch sich dem Landesrat anschließen und diese Qualität erkennen. Bleibt für mich im Herzen, verlasset euch Christ, Gott weiset die Straßen zum Paradies. Deine Gesangkenntnisse kannst du in der Singwoche erweitern.
die immer vor dem Fest der ungarndeutschen Kirchenchöre veranstaltet wird. Die Kirchenmusiksektion organisiert diese Veranstaltung jährlich einmal in einer schönen Kirche. Schade, dass sehr viele Choreografen, Musiker und Tänzer leider nicht mehr unter uns sind und jetzt nicht mit uns feiern können. Ich war ja schon als Kind in der Tanzgruppe in Wehmen dabei und da hat es immer geheißen, ja, es ist schön, es ist gut, aber auch mit den Chören, mit der Qualität müsste man immer etwas weiter schreiten können und da braucht man Fachleute und da braucht man Chorleiter, da braucht man Tanzgruppenleiter, die das können und die choreografieren können und die auch wirklich wissen, was ungarndeutsche Kultur ist, was nicht mehr dazu gehört. Und ich glaube, dass Landesrat in den vergangenen 20 Jahren sehr viel dazu beigetragen hat, dass die Qualität in allen drei Bereichen, das heißt Musik, Tanz und Gesang, einen großen Fortschritt gemacht hat. Ja, und in der Familie Emmert wird ja die Stafete weitergegeben, nicht? Musiziert oder tanzt die Tochter? Ja, ich bin aktiv in zwei Tanzgruppen. Aber ich spiele auf der Violine, also auf der Geige. Es ist nicht wirklich ein Volksinstrument, aber ich liebe Tanzen und das ist meine Leidenschaft. Und ich singe auch gern. Mutti, gehen die Tanzgruppen auch auf Qualifizierungswettbewerbe? Ja, oft tragen sie dort die Bräuche und die Tänze ihrer Heimatdörfer wie Hochzeit oder Fasching vor. Aber manchmal tanzen sie die Tänze bekannter ungarndeutscher Choreografen. Der Landesrat in irgendeiner Form auch bei dieser Traditionspflege den Donauschwaben, die in anderen Ländern leben? Ja, natürlich. Die sehr viele grobe Tänze, entweder Tänze von Miklos oder von Jože Wenzel. In Amerika, in Kanada, in Brasilien werden überall Tänze von Miklos oder Jože getanzt. In Ungarn sind noch sehr viele traditionelle Gruppen da, wo uns Donauschwaben noch zeigen, wie haben die Donauschwaben früher gelebt, wie haben sie gearbeitet. Wie viele von den 20 Jahren gehören Manfred Meierhofer? 13. Also seit 13 Jahren auf der Barrikade. Ja. Und auch 13 Jahre des Landesratforums natürlich. Obwohl es schon 15 Jahre alt ist. Aber es wurde gegründet von Herrn Balling. Einige Ausgaben sind dann in der Neuen Zeitung erschienen, dann ist sie eingeschlafen. Und jetzt haben wir 16 gedruckte Seiten mit ungefähr 3000 Direktmailversand und drei Webseiten, wo diese Zeitungen als PDF erscheinen. Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusammenhalt ist ein Fortschritt
und Zusammenarbeit ist ein Erfolg. Das ist vom Henry Ford. Immer zusammen. Das andere Schlüsselwort war Gemeinschaft, nicht wahr? Ja, genau. Die Gemeinschaft, wie wir gehören für diese Gemeinschaft. Und das bedeutet, das hält uns zusammen und das ist unsere Herzen. In einem Gemeinschaft zu leben, in einem Gemeinschaft zu tun und in einem Gemeinschaft unsere Kultur, unsere Traditionen erleben. Was ist hier das Wichtigste? Ist das die Qualität? Ist das die Gemeinschaft? Ist das die Fortbildung? Ist das die Qualifikation? Ich glaube, alles zusammen, aber wenn ich in das einen Wort zusammenfassen musste, dann qualifizierte Arbeit mit viel, viel Erlebnis. Weißt du, bei uns im Landesrat gibt es sehr gute Blaskapellen und Kleinkapellen, wo du gerne mitspielen könntest. Haben wir natürlich sehr, sehr viele gute Sachen, woran wir uns erinnern können, wie Weiterbildungen, Harmonika-Woche, Singwoche des Landesrats hier in Ungarn, Singwoche im Ausland, gute Beziehungen. Also das war eine schwere Aufgabe, all das in den Händen zu halten und so zusammen zu verfechten, dass draus ein Ganzes wird und dass ich versuche, fast eine jede anzusprechen, damit ein jeder eine kleine Scheibe Torte bekommt und ihr bestes Wissens in diesen 60 Minuten zeigen kann. Das zu zeigen, was wir sind, eine Gemeinschaft. Ich bin davon überzeugt, dass der Landesrat ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied ist, um das alles zusammenzuführen und zusammenzuhalten und dadurch auch ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Also ich finde es super, dass es einen Landesrat gibt. Wir werden sehr gut betreut. Unsere Leiterin, die Hajnalka Pfeiffer-Takács, ist auch eine Sektionleiterin, stellvertretende in der Landesrat und ich finde es eigentlich sehr toll. Warum ist dieser Landesrat wichtig und notwendig für diese ungarn-deutsche Gemeinschaft? Das Wichtige liegt in dem letzten Wort, ungarn-deutsche Gemeinschaft. Weil es eine Gemeinschaft ist. Sonst würde jeder Verein sein eigenes Süppchen kochen, wenn man das so im Mundart sagen darf, sein eigenes Süppchen kochen. Und so wird natürlich durch den Landesrat das auch ein bisschen gesteuert. Außerdem wird für diese Vereine, sei es für die Tanzgruppen, für die Chöre und auch für die Blaskapellen, Wertungsspiele nach internationalen Standard ausgerichtet, wo sie sich bewerten lassen können von einer Fachjury. Wo sie dann auch wissen, wo stehen wir. Und dadurch geben wir auch diesen Vereinen, die vielleicht doch finanziell nicht so gut bestückt sind, auch eine Möglichkeit, sich selber zu präsentieren. Der Landesrat ist sehr wichtig, um die Kultur gut, der Ungardeutsche, der Donauschwaben weiter zu pflegen, weiterzugeben an die Jungen. Generationen, an die Tanzgruppen, an die Chöre, an die Blaskapelle, dass das nicht verloren geht. Mir bedeutet jetzt der Landesrat der ungarn-deutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen folgendes. L wie Lieder, A wie Ahne, N wie Nationalität, D wie Deutsch, E wie Erbe, S wie Sprache, R wie Ruhm, A wie Arbeit, T wie Tänze. Landesrat! Wir
Wir möchten unsere Bildung weiterentwickeln. Ich sehe, das ist das Schlüsselwort zu der Zukunft. Wie können wir unsere Amateuren ausbilden, dass die eine Amateur, aber trotzdem ein Facharbeiter sind, vor der Chöre, vor der Kapellen oder ein Choreografen werden.